Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Ich bin unterwegs mit dem lieben Oskar und wir testen mal wieder ein E-Auto. Und zwar, ich glaube, das kleinste, naja, wobei der BMW i3, der war natürlich ganz früher mal, aber sonst das kleinste E-Auto, in dem wir bisher gesessen sind. Also Oskar-Test könnte heute anspruchsvoll werden. Wir sind auf dem Weg nach Stockach zum Autohaus Bauer und testen dort den Honda e. Der ist knapp unter 4 Meter lang und ich denke, wir kriegen die Advanced-Version. Die hat, soweit ich das sehe, 35 Kilowattstunden Kapazität. Ja, den Rest, den sehen wir gleich, wenn wir ihn besichtigen dürfen. Und schon sitze ich drin. Es fühlt sich an wie im Tonstudio so ein bisschen. Also alles von vorne bis hinten hier mit Displays gelöst. Sogar hier oben kann man umschalten zwischen dem normalen Spiegel und einem Kameraspiegel. Dann, was wir aus dem e-tron ja schon kannten, die digitalen Außenspiegel. Ich muss sagen, ich finde sie hier an einer günstigeren Stelle, als es beim e-tron war. Also ich habe weniger Schwierigkeiten, mich daran zu gewöhnen, dass ich keine echten Außenspiegel habe. Und was auch geschickt gelöst ist, ist die Kameras. Die sind an einer Stelle, wo man sie eigentlich praktisch nicht sieht. Als wir das Auto zuerst gesehen haben, haben wir beide gesagt, Oskar und ich, größer als wir dachten. Ja, also 4 Meter sind dann doch eine ganze Menge. Ich habe schon lange kein Auto mehr gefahren, in dem man den Sitz so richtig mit dem Hebel vorne eingestellt hat und mit solchen Ratschen die Höhenverstellung gemacht hat. Aber das ist natürlich auch eben ein ausgesprochenes Kleinfahrzeug. Fürs urbane Feeling heißt es, glaube ich. Also früher, als ich klein war, hat man Stadtverkehr gesagt. Ansonsten habe ich jetzt mal im Schnelldurchlauf, wir haben eine halbe Stunde Zeit, im Schnelldurchlauf versucht rauszubekommen, was die ganzen Einstellungsmöglichkeiten sind. Ging auch einigermaßen ganz gut. Das Navi hat auch schon auf meine Sprache reagiert. Ich kann hier, das finde ich schon mal ganz spannend, weil wir haben ja die ganze Leiste hier mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten. Hier ist eben Tachometer, das, was ich jetzt am dringendsten brauche. Ich habe noch 74%. Das ist bei dem Auto jetzt nicht wahnsinnig viel, aber in einer halben Stunde kriege ich das auch nicht klein. Da sieht man Abstandregelung, weil, wie ihr sicherlich aus anderen Videos wisst, extrem viel Bordelektronik dran ist und du kannst Abstandhalter, Tempomat, Spurassistent, Tod und Teufel. Ich glaube, er erkennt sogar die Schilder. Das müssen wir mal gucken, ob wir das nachher ausprobiert kriegen. So, und wenn ich jetzt da drüben was einstellen will, dann kann ich hier drauf drücken und dann wechselt der mir die Bildschirme aus. Ja? Also ich kann praktisch diesen Bildschirm hin und her schieben. Wir werden jetzt gleich mal auf die Autobahn gehen. Ich glaube, 145 ist die Höchstgeschwindigkeit, dann regelt er ab. Das wollen wir natürlich ausprobieren auf der Autobahn. Und ansonsten fährt er sich natürlich wie ein Go-Kart. Super leicht zu lenken, super angenehm zu fahren. Und ja, so eine richtig kleine Rennsemmel für den Stadtverkehr sicherlich. Vielleicht noch ein Blick hier auf die Mittelkonsole, beziehungsweise die nicht vorhandene Mittelkonsole. Das ist auch mal originell, dass man da einfach mal Platz hat. Und greift man nicht ins Leere als alter Verbrennermotorgetriebe, Schaltfahrer. Was ihr hier unten seht, das sind zum Beispiel 2 USB-Anschlüsse und ein HDMI-Anschluss. Man kann sich in den Pausen da Unterhaltung machen und über HDMI was auf diese Bildschirme geben, oder wie? Jawohl. Okay. So, jetzt kommen wir mal auf die Autobahn und ich bin gespannt. Ich glaube, die Beschleunigung ist nicht so extrem dolle, irgendwas über 8 Sekunden. Ich fange mal mit 60 an und gebe mal Gas. Oh, gar nicht so einfach, da Gas zu geben. Entschuldigung, das habe ich unterschätzt. Ich bin jetzt schon bei 130. Entschuldigung, da kam ein Porsche Cayenne, da sollte man natürlich nicht wunderfitzig davor kommen. So, 150 zeigt er mir an und das war es dann auch. Ich würde mal sagen, man kann sich noch gut unterhalten, oder? Ja, schon laut, aber man kann schon halten. Ja, ein bisschen Windgeräusche, aber erstmal erstaunlich. Stimmt, man hört sehr wenig von der Straße, glaube ich. Überhaupt nichts, genau. Also man hört eigentlich hauptsächlich Windgeräusche. Beim Beschleunigungsvorgang war ich ein bisschen verwöhnt von den letzten Autos, die ich gefahren war. E-tron Model 3, Porsche Taycan, ID.4, würde ich sagen, ist auch ein bisschen schneller. Die Ladegeschwindigkeit ist nicht besonders hoch und ich glaube, dass eine maximale Ladeleistung am Schnelllader von 50 Kilowatt hat. Manche sagen auch 60. Das dauert natürlich dann schon. Auf der anderen Seite, ja, hat ja auch nur 35 Kilowattstunden, dann ist er auch schnell voll. Und damit kann man dann
ich glaube, so um die 200 Kilometer fahren. Es ist das typische Auto für die 40 Kilometer durchschnittliche Fahrleistung, die der Deutsche so mit seinem Auto am Tag hat. Und zur Oma kommt man auch, wenn sie in der Region wohnt, oder zum Papa. Nach Köln würde ich jetzt damit nicht fahren, Oskar. Ich weiß nicht, wie du siehst. Umzug wird auch nicht möglich sein. Aber was wir natürlich gleich auch noch machen, ist der Oskar-Test. Da bin ich mal gespannt, ob der große 1,93 Oskar da hinten überhaupt noch reinpasst. Fahre zum Autohaus Bauer in Stockach. Im Winkel Stockach, Konstanz. Möchten Sie mit der Navigation starten? Starten. Der 11,7 Kilometer folgen. Ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt schon viele sprachgesteuerte Navigationssysteme ausprobiert. Oskar nickt, er weiß, was ich sagen will. Es war eins der schnelleren, kann man eindeutig sagen. Übrigens eine Kleinigkeit. Ich bin vorhin beim Beschleunigen, als ich den Porsche ausgebremst habe, wofür ich mich noch entschuldige, reingeflogen wegen diesem Außenspiegel. Die Entfernung war mir nicht einleuchtend in dem Außenspiegel. Ich konnte die Entfernung nicht so einschätzen. Ich sehe jetzt, dass da so Abstandsstrichlein erscheinen, wenn ein Auto kommt. Aber das war der Punkt. Ich sah den ganz weit hinten und dachte, der ist noch weit weg. Aber ich hatte nicht wie bei einem normalen Außenspiegel dieses natürliche Gefühl, dass ich die Geschwindigkeit sehe, einschätzen kann, bis wann er da ist und so weiter. Witzig ist, bei diesem Kamerarückspiegel habe ich mit meinen alten müden Augen ein bisschen Schwierigkeiten in der Adaption. Also wenn ich von der Straße auf den Bildschirm schaue, merke ich, dass ich meine Augen erstmal zwingen muss, scharf zu stellen. Ja? Warte mal kurz. Such es nochmal. Ah, Maschallah, Bruder. Das hier ist der Knopf. Wir haben den Knopf gefunden, mit dem man One-Pedal-Driving einstellen kann. Ist eigentlich dann ganz einfach und jetzt haben wir Rekuperation, weil wir haben die ganze Zeit keine Rekuperation gehabt. Und der Oskar ist immer zu schnell gewesen, weil er nicht gebremst hat. Jetzt haben wir es hingekriegt. So. So, da sind wir wieder. Es war eine kurze Probefahrt. Der Oskar macht jetzt noch schnell den Oskar-Test. Den wollen wir bei diesem Auto natürlich auf jeden Fall machen. Oskar durfte auch mal fahren. Wir hatten großen Spaß mit dem Auto. Ich wollte euch mal noch zwischendurch hier zeigen, die Mittelkonsole. Da stellt man eben ein, ob man parkt, rückwärts fährt, Neutral oder D. Und das hier ist dieser besondere Knopf, der One-Pedal-Drive. Hier kann man noch zwischen Sport und Normal umstellen. Und hier gibt es die Feststellbremse, die man von Hand schließen kann und wieder entfernen kann. Auch hier muss man keinen Schlüssel mehr einstecken, sondern hat hier eben so ein Schlüsselchen, was dann genügt, wenn es im Wagen ist. Wie sieht es denn aus? Also obwohl wir kein Glasdach haben, habe ich tatsächlich hier genug Platz. Also ich kann hier sitzen und mein Kopf stößt nicht an. Also ist knapp, aber stößt nicht an. Knie passen nicht hinter den Sitz. Das finde ich alles sehr schick hier mit dem auch so gepolsterten Stoff und hier so Nähte und auch besonders schick finde ich auch in dem Modell hier die braunen Gurte, das finde ich alles ziemlich nice. Insgesamt finde ich die Ausstattung sehr hochwertig, Oskar stimmt mir zu. Stoffe, Materialien eigentlich ziemlich cool. Genau, unten wird es dann Plastik, aber die Stoffe sind gut. Das ist natürlich auch mehr Plastik hier. Insgesamt hat man nicht den Eindruck, in einem Billigwagen zu sitzen. Ist natürlich auch kein Billigwagen. sondern eigentlich eher vom Feinsten. So, wir können noch hier kurz gucken, wie geladen wird. Geöffnet wird am Schlüssel. Und dann öffnet sich hier die Monsterklappe. Also das ist schon eine große Ladeklappe, muss man sagen. Und ja, dann kann man hier eben entweder nur oben oder mit dem CCS dann auf beiden laden. Und den Kofferraum schauen wir uns natürlich an. Der E-Piano-Test erübrigt sich heute, glaube ich. So, ach, geht von alleine hoch. Da ist das Ladekabel, das wir brauchen. Da geht es nicht mehr sehr viel weiter runter. Das ist natürlich zugegeben übersichtlich. Wir haben hier so, sagen wir mal, 50 cm in der Tiefe und an der schmalsten Stelle 65 cm in der Breite. Hier ist natürlich ein bisschen mehr. Die Rückbank ist natürlich umklappbar, nicht geteilt umklappbar, also insgesamt umklappbar.
Und damit kommen wir dann, sagen wir mal, auf 120, 150 Zentimeter. Ein Detail möchte ich euch vielleicht noch kurz zeigen. Manche denken vielleicht, man macht hier auf und dann, wie man es vom BMW i3 kennt, hier irgendwie die Tür so auf, aber viel einfacher. Hier verbirgt sich einfach der Öffner für die hintere Tür. Ja, das war in Corona-Zeiten ein absoluter Schnelltest, kann man so sagen. Ich hoffe, ihr konntet einige wichtige Informationen mitnehmen. Wir hatten beide großen Spaß mit dem Auto. Lasst unbedingt ein Abo da, liked dieses Video und kommentiert unten, was ihr euch sonst noch für Videos auf diesem Kanal wünscht. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dann, euer Dieser Dad.